Hey ho Leute, willkommen zurück bei Half-Life 2 plus Cinematic Mod, der zweite Part. Mein Name ist Mo und los. Okay. Oh yeah, mein Half-Life 2 Anzug. Na also. Ah! Wow! Nimm's mir ab! Wow! Lama, das bist du ja. War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst. Lama hat mit Sachen geschmissen. Völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu packen. Das will ich auch nicht riskieren. Ich will es nicht mal sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht da rauf. Nein, nein, Vorsicht, Lama. Oh yeah. Gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Na, sie könnte, ja, viele verschiedene Wege. Ich gebe den Code ein. Augencheck. Scanning. Und leider funktioniert es bei mir nicht. Warte, warte. Doktor, da ist sie doch. Da ist Lama. Ja, fein. Ja, hallo. Okay, lassen wir da rein und tschüss. Lad wenigstens den Anzug auf, Gordon. Hab ich schon. Scheiß Cola, ungesund. Lasst uns inzwischen diesen Laden schmeißen. Den Laden schmeißen. Ich helfe dir mal ein bisschen beim Aufräumen. Was steht denn auf der Tasse drauf? Real life? What the fuck? Link? Cooles Easter Egg. Jetzt mach hin. Ja, hetz mich nicht. Alex! Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen. Okay, gemacht, getan. Ja, Eli. Ihr Eli, das ist ihr Vater. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit einer reizenden Tochter. Was ist das für eine Marke? Yomani. Bist du bereit von Start? Kenn ich nicht. Tun wir es einfach. Wow. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Hey, ja, wegen der Katze. Ich gab wohl mit der Katze ein paar Probleme als Test. Alles klar. Bam! Oh mein Gott, wo ist sie hin? Alex, nein! Und, hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc! Oh, Gott sei Dank, was bin ich erleichtert. Und ich erst. Es war nicht nur mein Verdienst, Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Lasst uns Gordon jetzt hierher holen, ja? Ganz recht, wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Ich weiß. Okay, Barney, jetzt du. Uff, danke. Sobald du deine Position... Tja, jetzt kannst du selber da deinen Scheiß machen. Knapper geht's echt nicht. Wow, ich will wieder raus. Nein! Wenn ich dir auch kommen will. Schalte ein und so, los. Schalte ein, Kumpel. Oh Gott. Was ist denn? Das ist ein Schlussdärchen, das verdammte Viech. Wow! Hey, wo bin ich? Oh, wer ist der denn?
Boah, ist das denn ein bisschen leise? Nein! Oh mein Gott, er kennt mich. Oh Gott! Nein! Schaltet den Scheiß mal hier ab, ich seh nix. Ihr habt echt Scheiße gebaut, wisst ihr das? Scheiß Dinger hier. Scheiß Blitzdingsteile. Ja, aber was macht die Bilder? Was soll denn das? Es geht gegen meine Rechte. Yeah, und jetzt bekommen wir. Okay, erstmal alle Daten. Und danach bekommen wir unsere erste Waffe. Zitadelle. Hey Gordon, die Zitadelle ist alarmiert. Das ist das reinste Wespennest. Power City 17 ab, solange es noch geht, Gordon. Nimm die Kanäle. Sie führen zu Eli's Labor. Ist zwar gefährlich, aber es gibt ein Netzwerk von Flüchtlingen. Die helfen, wenn sie können. Ich gehe mir gern mit, aber Dr. Kleiner braucht mich hier. Jo, kein Thema, ich schaff das schon. Oh, und bevor ich's vergesse, das habe ich in Black Mesa gefunden. Viel Glück besten da draußen, Dank. Kumpel. Du wirst es brauchen. Ja, ha, ha, ha. Oh yeah. Ach ja, das Sprinten haben sie auch geändert. Da wackelt man jetzt so komisch. Taschenlampe. Bam. So, jetzt mache ich euch mal fertig. Schon. Wow. Das knipst Dings ab. Oh Gott, ich höre einen Zug. Wow. Okay, das war jetzt irgendwie eine typische Filmszene. Naja. Okay. Ja, wir laufen einfach weg. Wir können uns ja schlecht wehren mit so einem komischen Dingsteil hier. Kuhfuß. Und wenn ich mich nicht erinnere, kriegen wir auch gleich unsere erste Waffe. Also Schusswaffe, versteht sich. Aber erst nachdem diese verdammt langen Ladescreen vorbei sind. Kanalroute. Und wir bekommen unsere erste Waffe, aber erstmal leben. Hilfe! Oh Gott. Da brauche ich immer meine Hilfe. Wow, Unterdrückung! Au! Scheiß Drecksviech. Okay. Sie haben ihn getötet! Oh Gott! Tut mir leid. Konnte dir leider nicht helfen. Haben wir da unten noch irgendwas? Nee. Leben brauche ich auch nicht, das geht schon mit. Wow! Oh mein Gott! Wie man hört, die Waffensounds wurden auch geändert, wie ich auch im ersten Part gesagt hatte. So, hier müssen wir jetzt eine waghalsige Aktion tun, wie auch immer. Wir müssen auf den Zug springen und dann da drüben wieder runterspringen. Okay, gesagt ist getan. Kann nicht so schwer sein. Und los. Na komm, Zugi. Zugi, 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 Zugi. Oh mein Gott. Und, oh yeah, geschafft. So, wir bewegen uns, wir bewegen uns. Wir werden beschossen von hinten, schnell rein hier. Na komm, schön, oh yeah. Na komm, da brennen noch ein paar Fässer und bam. Überall, wo dieses Zeichen immer zu sehen ist, dieses Half-Life-Zeichen. Wow. Dort gibt es immer irgendwelche Goodies oder hast du nicht gesehen. Die müssen wir nicht unbedingt in die Luft jagen, das ist nicht so. Okay. So. Wir bewegen uns weiter. Habe ich hier nicht so ein Blitzdings gerade eben wieder gesehen? Doch, da oben, er hat mich noch nicht gesehen, glaube ich. Wir laufen einfach wie ein Wahnsinniger weg in das komische Dings hier rein. Und holen uns die Resubli-Box. Machen das Licht aus. Dreckskombine. Laufen weiter, bis zum Ende, springen runter. Autsch. Was war das? Egal. Schnell gehandelt, wir haben ein paar Sachen aufgenommen. Da kommt ein Zug, nein, er kommt aber nicht.
Okay. Mal ein bisschen Leben holen. Hier, das macht auch immer Bock. Scheiben kaputt machen. Bam. Okay. Pampe. Okay, die alle da auszuschalten. Deswegen laufe ich einfach weiter. Okay, ich werde sie doch ausschalten. Ja, ich wollte gerade sagen, das waren noch drei, aber die kommen jetzt erst. Und ihr könnt von mir aus da hinten so lange ballern, wie ihr wollt. Okay, so können wir nicht schießen. Okay, so, holen wir uns nochmal schnell die Muni von denen. Na gut, tun wir nicht. Dann laufen wir mal kurz hier längs und jumpen in. Oh Gott. Das war damals so geil, ey. Guck mal, diese Spiegelung. Diese Reflexion. Bombe. Bombenmäßig. Dieses Spiel hat damals die Grafik Grundsätze praktisch geschaffen. Unglaublich. Auch unter dem Wasser. Total schön, hier alles anzusehen. Das kommt jetzt auch nicht unbedingt wegen dem Cinematic Mod. Das war vorher auch schon so. Nice, nice, okay. Und rein da. Boah! Wer bist du? Genau, was wir gebraucht haben. Ey, nicht Fernsehen gucken, kriegst eckige Augen. Aber wie Sie sehen, stehen wir alle unter ziemlichem Druck. Das ist Dr. Freeman. Die Tage der Combine sind gezählt. Boah, ich rette euch alle. Sie sind offenbar etwas klüger als die übrigen Schuttbewohner hier. Okay, wir sind. Sie sind zwar keiner von uns, aber. Ja, wo sind wir? Sind wir da? Sie uns nützlich sein. Oder. Ne, hier wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wow, was macht der mit mir? Racist. Lässt du mich raus? Wir dienen dem gleichen Wunder. Dankeschön. Danke für eure Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Ladedaten. Lade die Daten. Au, au, au. Irgendwie im Kopf, dass es da der runterfällt, aber na gut, habe ich anscheinend falsch gedacht. Lecker, den lassen wir mal in Ruhe. Oh Gott, Hilfe! Ich hab dich gerettet, Kumpel. Wir danken. Okay, jetzt bist du tot. Dein Leben also nur verlängert. Okay. Komm raus da jetzt. Der schießt mit seinem Scheiß, mit seiner Scheiße MG da hinten auf mich. Unverfroren. Muni eingesammelt. So, ja, holen wir uns hier nochmal ein bisschen was. Schalten wir das Radio mal an. 104.7. 103.6 Radio Hamburg mal an. Jetzt bin ich an der Reihe. Wow! Au. Okay. Hier oben sollte ich vielleicht noch nicht so viel kaputt machen. Da könnten noch Gegner kommen. Okay, lassen wir das. Laufen wir mal weiter. Oh. Okay, wir laufen wieder zurück an schnellen IMG. Ich kann nicht mehr sprinten. Schnell da mal eben ran. Alle Train. Eine Sache für ein paar Sekunden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.